Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trends in World 4, der Dennis spielt das. Wir befinden uns hier auf der Strecke Main-Spessart hat Bahn und haben die Aufgabe gleich ein Doppel-ICE der Baureihe 403 bis nach Gmünden zu fahren. Zuvor haben wir aber noch eine andere Aufgabe zu erledigen und welche das ist, das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Ich habe oben schon so ein bisschen was vorbereitet, aber noch nicht 100% alles. Deswegen müssen wir da gleich noch ein wenig Arbeit leisten, um dann auch losfahren zu können. Wir können uns ja mal ganz kurz hier in Aschaffenburg umschauen, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben. Aber viel weiter komme ich jetzt auch nicht. Aber so hier die Straße runter, das kommen wir schon noch. Da können wir ja mal von der Seite dahin fliegen. So, da steht schon mal unser ICE. Mehr will ich jetzt so noch nicht verraten. Ihr seht es gleich, wie gesagt. Ich würde sagen, wir verlassen den Fotomodus und begeben uns dann zu unserem Zug. Es ist früh am Morgen 6 Uhr und beziehungsweise ich würde sagen, wir beginnen einfach damit jetzt zu unserem Zug zu laufen und werden dann anfangen, unseren Zug aufzurüsten. Ich würde sagen, los geht's! So, Karten haben wir soweit schon alle aufgehangen, habe ich gerade schon nachgeschaut. Dafür müssen zu Gleis 5, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, noch ein Gleis weiter. Da ist 4. Genau. So, wir sind nämlich mit unserem Zug hier eingefahren. Das ist der und wir müssen an diesen ICE ankuppeln, weil wir dann als Doppel-ICE weiter nach Gemünden fahren. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, diese beiden Züge zu verbinden. Dazu müssen wir hier erstmal einsteigen. So. Tür erstmal wieder schließen, sonst können wir nicht losfahren. So. So, dann müssen wir als erstes das einmal genau das nämlich einmal senken und schließen und wieder hochfahren, damit er überhaupt genau, sonst fährt er nämlich nicht hoch, dann reagiert er nicht. So. So, jetzt müssten wir eigentlich vorne die Bugklappe geöffnet haben. Genau. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, würde ich sagen. Wie wir uns hier verbinden. Wenn dort ein RE einfährt. So, bleiben wir ganz kurz stehen. Ich würde sagen, dann machen wir noch ein schickes Foto. Sieht doch wunderbar aus. Machen wir noch ein schickes Foto, machen wir das mal ein bisschen schärfer. Genau, wunderschön. Wunderschön. So, dann machen wir noch ein schickes Bildschirmfoto. Genau. Dann verlassen wir den Fotomodus. Und dann sehen wir zu, wie wir uns hier verbinden. Lösen die Bremse. Dann schauen wir uns das mal ganz genau an. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Das hätten wir so weiter, können wir hier wieder abrüsten. Das heißt, den wieder auf neutral, beziehungsweise aus. Genau. Dann sind wir hier eigentlich soweit durch. Den auf 0. Genau.
Bremse lösen. So, dann sind wir hier durch. Können wir in den vorderen Triebkopf einsteigen. So. Tür auf. Tür schließen. Prüfe ich mal ganz kurz, ob wir hier auch alles auf neutral haben und so weiter, sonst bringt uns das ja nichts. So. Aber es sieht eigentlich. Ne, seht ihr? Das ist nämlich da. Haben wir schon mal das Problem. Das müssen wir wieder auf vorwärts, auf ausmachen. Genau. Den haben wir auf 0, 0. Gut, dann sind wir hier auch durch. Gut, dass ich nochmal kontrolliert habe. So. Dann laufen wir nach vorne. Beginnen damit dann auch die Fahrgäste zusteigen zu lassen, unseren Zug aufzurüsten. Hier nach Gmünden kommen. So. Schließen wir die Tür auch nochmal. Gleich alle Türen öffnen können. So, dann schließen wir das. So, dann folgendes. Den nach vorwärts. AFB einstellen auf Vollsollfreigabe. Den auf 40. So. Dann müssen wir natürlich Türen öffnen. Führerscheinsbeleuchtung aus brauchen wir, glaube ich, nicht. Genau. Zugsicherungssysteme. So, jetzt aber. Dann Route setzen. Wir wollen nach Gmünden. Fahren wir hier ein, würde ich sagen. So. Wir haben grün, das heißt, wir schließen die Türen. Schließvorgang eingeleitet. Und dann haben wir Ausfahrt. 40 Kilometer bis Gmünden. Wunderbar. Lösen die Bremse und schalten langsam auf. Wieso irgendwie? Sind jetzt kaputt. Wieso fahren wir denn rückwärts? Wir rollen. Moment mal. Ist hier noch irgendwas verkehrt? Das ist gelöst.
war wahrscheinlich der Fehler. Ah, jetzt. Die AFB war anscheinend nicht richtig registriert. Und befreien. Bleiben wir mal bei 40. Wunderbar, wunderbar. Klappt doch wunderschön. Wieder einen täglichen Bahnalltag nachgestellt. ICEs werden an vielen Bahnhöfen gekoppelt, aber am meisten natürlich in Hamm-Westfalen. Und die Strecke haben wir leider nicht. Aber ja, kann man nichts ändern. Da muss man das halt ein bisschen anders machen. So, wir dürfen 110 immerhin schon. So, ein kleines Foto hier. Wunderschön, wunderschön. Hier schön auf der Strecke Main-Spessart-Bahn von Aschaffenburg Hauptbahnhof bis Gemünden. Aber die komplette Strecke, 40 Kilometer, ist jetzt auch nicht so weit. So, dann gleich noch mal kurz 140. Können wir eigentlich jetzt auch bleiben. Und gleich weiter aufschalten, wenn wir wieder dürfen. Ja, ich wollte noch was, genau, das habe ich vorhin gesehen. Das ist der Zug. Das machen wir jetzt nicht, aber Transparenzsteuerung für die Launchscheibe gedrückt. Das kann ich jetzt nicht sehen. Aber ich schätze mal, dass das jetzt Milchglas oder so geworden ist. Schauen wir gleich mal. Wenn wir wieder stehen. Durch 120. Schön, wie wir uns hier in die Seite legen. Einfach nur schön.
Wunderschön, wunderschön. Einfach nur schön. Ah, stand. Ich schätze mal eine Schublokomotive, die auf ihren Einsatz wartet. Die gibt es, die Szenarien gibt es hier ja auch auf der Strecke. Ja, genau. Hier steht der Güterzug. Die Lok dann an dem die Lok sich gleich hinten anschließt und dann beginnen sie zusammen mit dem Aufstieg. Genau. Prozent Steigerung, das ist natürlich schon einiges. Aber es gibt hier auf dieser Strecke auch ein Szenario, wo man genau an der Stelle steht, mit dem seinem Güterzug, wo auch gerade der KI stand. Man kann dann auch losfahren. Allerdings bleibt man dann hier ungefähr, wird die Lok langsamer, einfach von selber. Bleibt stehen und man kommt nicht mehr vom Fleck. Also das habe ich gestern versucht, keine Chance. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Auf jeden Fall kommt man da nicht weiter. Ich liebe diese Strecke. Ist einfach wunderschön. Also mein Spessart ist wirklich eine der schönsten Strecken, die es hier beim TSW gibt. Muss ich ganz klar so sagen. Wunderschöne Aussicht, wunderschöne Landschaft, wunderschöne Streckenführung. Das wäre beinahe schief gegangen. Das wäre beinahe schief gegangen. Aber gerade noch rechtzeitig gesehen, vom Wachstumskasten, dass wir ihn quittieren müssen. 90.
Erinnert ihr euch noch schwach? Da standen wir mal vorm Tunnel und kamen nicht weiter, weil ich im Güterzug im Weg stand. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Müsst ihr mal ein bisschen scrollen? Ich glaube, das war noch zu TSB-3-Zeiten. Da standen wir und standen wir und standen wir, kamen mit unserem RE einfach nicht weiter, weil der Kollege KI-Güterzugfahrer nicht mehr weiterfahren wollte. Und wir standen halt vorm Tunnel und kamen nicht mehr vom Fleck. So, das dürfte jetzt gleich auf 120 umspringen. Dann gleich 130 immerhin. Das ist natürlich auch keine Schnellfahrstrecke hier. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Also ihr seht ja selber an den ganzen Temperaturunterschiede, genau, an den Geschwindigkeitsunterschieden, beziehungsweise ständige Wechsel nach unten, nach oben, dass das hier definitiv keine Schnellfahrstrecke ist, keine typische ICE-Strecke, sage ich mal so, wo jetzt 200 Kilometer mit mehr gefahren wird, sondern ist eine ganz normale Strecke, wo man halt auch mal mit langsamen Fahrstellen und so weiter zu rechnen hat, weil ja eben die Kurven so steil sind. Ihr seht es ja. Aber da entstehen immer wunderschöne Bilder, wunderschöne Perspektiven. Durch solche Kurvenfahrten einfach traumhaft. Und entschuldigt bitte, dass es gestern kein Video vom TSW gab. Ich hatte gestern einfach keine Motivation dazu. Ich habe gestern irgendwie, oh, hab mich kurz rot für ein paar Sekunden. Einfach keine Motivation für irgendein Szenario, was ich euch hätte zeigen können. Ich habe die ganze Zeit gesucht, überlegt und habe einfach nichts gefunden, was mich in irgendeiner Weise motivieren würde, beziehungsweise. Ja, es soll euch auch so ein bisschen gefallen und oder möglichst nach Möglichkeit sehr gefallen und kein 0815 langweiliges Szenario sein. Dann habe ich überlegt und habe mir gedacht, dann machen wir einfach zwei Folgen CTS, also City Transport. Und ja, das scheint aber anscheinend bei euch nicht so den großen Anklang zu finden. Ich weiß nicht, ob es am Spiel selber liegt, ob es an mir liegt. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, was da Phase ist, ob euch das Spiel überhaupt gefällt oder nicht. Ich hatte ja mal vor kurzem eine Umfrage in der Community gepostet. Da war die Antwort eigentlich ziemlich deutlich, dass ihr davon anscheinend nicht mehr so viel sehen wollt. Warum auch immer. Bei anderen YouTubern findet das großen Anklang. Teilweise zumindest, nicht bei allen, aber bei einigen. Und deswegen frage ich,
Ist es das Spiel selber? Bin ich das? Oder schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und dann habe ich mir heute Morgen am Frühstückstisch überlegt, ja, welches Video könntest du heute machen für deine Community? Dann fiel mir das hier ein mit dem ICE. So ein bisschen wieder Bahnalltag nachsimulieren. Ich wollte ursprünglich eigentlich kompletten Zug direkt haben nach also spawnen und den dann losfahren oder den zu kuppeln und wollte dann unterwegs abkoppeln, dass der eine Triebeinheit woanders hinfährt. Das ließ sich aber irgendwie nicht machen. Also ich habe es versucht am Bahnhof die ganze Zeit irgendwie das auseinander zu kuppeln, hat nicht funktioniert. Da habe ich mir gedacht, nee, wenn das jetzt schon nicht funktioniert, dann wird das gleich auch nicht funktionieren während der Aufnahme. Und da habe ich mir gedacht, machen wir das nächstbeste. Statt auseinander zu kuppeln, koppeln wir eine Einheit an. Also simulieren, dass wir gerade eingefahren sind und eine andere Einheit ankoppeln. Das ist ja durchaus im Bereich des Realen. Und machen wir das einfach so und fahren ein gemeinsames Sack finden. Ja, so habe ich mir das dann überlegt und so kam dieses Szenario dann zustande. Ich finde, sowas ist auch mal schön, weil das ist ja definitiv ja tagtäglich, teilweise, also tagtäglich, besonders in Hamm-Westfalen, wenn ja meistens die ICEs, die halt diese Richtung da fahren, gekoppelt, auseinandergekoppelt, da fährt die eine Triebeinheit woanders hin und so weiter und so fort. Ja, und so habe ich das jetzt so ein bisschen versucht nachzustellen. Jetzt haben wir nicht die Originalstrecke, klar, logisch, aber das ist ja nun mal leider nicht möglich, noch nicht. Und ja, da habe ich mir gedacht, nehmen wir eine der schönsten Strecken, die TSW zu bieten hat. Das finde ich, wie ich finde, mein Spessartbahn, setzen uns dahin. Wir haben durch Rot, das ist jetzt weniger schön. Und simulieren das dann so ein bisschen. Jetzt haben wir wieder grün. Können wieder zumindest 80 aufschalten, weil wir stehen ja nach wie vor noch unter Beeinflussung. Das dürfen wir nicht vergessen. Noch konnten wir uns nicht befreien. Das heißt, wir sollten unter 85 bleiben. Jetzt können wir uns befreien, jetzt können wir auch wieder aufschalten. Zumindest bis auf 100. Weil die sind ja vorangekündigt, 2,5 Kilometer. Deswegen können wir da eigentlich auch bei bleiben. Bringt jetzt nicht sehr groß aufzuschalten. Und wie gesagt, also die Main-Spessart-Bahn ist ja wirklich eine der schönsten Strecken, die es beim TSW zurzeit gibt, finde ich. Also es gibt einige schöne, aber Main-Spessart gehört definitiv dazu. Und ja, so habe ich mir gedacht, machen wir so ein schönes Szenario. Simulieren wir das Ganze so ein bisschen, dass wir eine andere Einheit aufnehmen und mit der gemeinsam dann praktisch nach Gmünden fahren. Und dann wird der Zug auf jeden Fall weiter nach Würzburg fahren und dann Fulda, Kassel. Das sind so die nächsten Ziele dieses Zuges. Das könnte man jetzt natürlich noch wunderbar. Ach, das mache ich denn. 100. Das könnte man jetzt natürlich wunderbar dann fortsetzen auf der Strecke Kassel-Würzburg, dass man dann praktisch in Würzburg anfängt und dann seine Reise weiter fortsetzt über Fulda und Kassel. Das wäre jetzt so praktisch, ja, die nächsten Schritte, die man machen könnte. Das könnte man so wirklich bis Kassel dann durchsimulieren.
Und dann könnte man natürlich, wenn man jetzt in Gemünden angehalten hat, auf die Strecke Kassel-Würzburg gehen und dann in Würzburg wieder simulieren, dass der Zug getrennt wird, dass der eine Teil durchfährt bis Kassel und der andere Teil bis Fulda oder in eine andere Richtung, Frankfurt oder so. Das könnte man prima nachsimulieren. Also das wäre wirklich definitiv im Bereich des Möglichen. So, dann haben wir gleich noch 10 Kilometer bis Gemünden. Immer mal wieder rot zwischendurch. Also irgendjemand blockiert da ständig unser Gleisblock. Steht ein Dieselzug, Diesellok vielmehr. So, jetzt müssen wir uns jetzt mal wieder befreien, bevor wir ausschalten dürfen. Da haben wir es soweit. Aber immerhin schon mal auf 130 ausschalten oder vorwählen. Wieder rot. Also im Moment wird es ein bisschen zäh, ehrlich gesagt. So, bist du vorher grün oder nicht? Ich habe die Befürchtung, dass du jetzt wieder nur kurz vor der Nase grün wirst. Und wieder unter 40 gebremst haben. Dann bist du grün. Aber bringt nichts, wir müssen anfangen zu bremsen. Und zwar schnellstens. Ich wusste es.
So, wir bleiben jetzt aber nach wie vor noch kurz bei 80, damit wir mal ein bisschen Polster zum Vordermann haben. Weil das ist echt nervig gerade. Genau aus diesem Grund. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen, die letzten 5 Kilometer. Ich glaube, wir können mal zwei nehmen. Es wird doch doller. Quittieren. So, fahren wir einfach mal 60. Eieiei. Jetzt haben wir auch noch Gewitter dabei. So, wir haben anscheinend volle Gleise im Moment. Ah, hat sich wieder erledigt, alles klar. So, dann wollen wir mal wieder ein bisschen Leistung geben hier. So, Kilometer werden mal wieder mehr. Ist wieder so eine Strecke. So, gleich 60. Das dauert aber noch. So kurz vom Bahnhof.
gehen schon mal runter auf 80. Beziehungsweise 40. Wieder ein schicker Güterzug. So, wir haben das gleiche in Rot. Was ist da vorne? An der Signalbrücke. Oh, habt ihr den Blitz gesehen links? Wahnsinn. So. Schauen wir mal, warum, weshalb, wieso wir hier nicht weiter können. Da steht jemand. Ich würde sagen, machen wir mal Lucky Lucky, der da länger Standaufenthalt hat. Das wird der Kollege hier sein. Warte, die Türen geschlossen, das ist schon mal was. Hier steht aber auch kein Schild, keine Anzeige, wann der Ausfahrt hat. Gebunden. Es könnte natürlich darauf hinauslaufen, dass wir den Kollegen hier gleich entfernen müssen. Oder wir nehmen uns einfach ein anderes Gleis. Ich glaube, das macht auch Sinn. Ich glaube nicht, dass der jetzt hier in nächster Zeit wegfahren wird. Dann machen wir es anders. Nehmen wir ein anderes Gleis. So. Auch das kommt öfter mal vor, dass man sich kurzfristig vom Ziel dann auch ein anderes Gleis auswählen muss. Als Lokführer und Partysleiter natürlich. Dann auch soweit vorgegeben. So.
Meine sehr verehrten Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Gemünden auf Bahnsteig 7. Ich wiederhole, kurzfristig mussten wir uns ein anderes Gleis aussuchen. Wir halten nicht wie ursprünglich an Gleis 8, sondern an Gleis 7. Meine sehr verehrten Fahrgäste, für all die, die hier aussteigen, wünschen wir noch einen schönen Tag. Vergessen Sie nicht Ihre persönlichen Sachen im Zug. Nach kurzem Aufenthalt fahren wir dann weiter in Richtung Kassel-Wilhelmshöhe. Nächster Halt des Zuges dann Würzburg Hauptbahnhof. An all diejenigen, die uns verlassen, wünschen wir noch einen wunderschönen Tag. Ihr DB Fernverkehrsteam. Wir haben langt ICE, da müssen wir schon noch ein bisschen fahren hier. Gut, das Signal ist ja noch kilometerweit entfernt. Ich glaube, ich bis zum Ende des Bahnsteigs fortfahren. So, damit hätten wir das soweit. So, wie gesagt, man könnte jetzt zu der Strecke Kassel-Würzburg gehen, den gleichen Zug nehmen und dann das Ganze weiter simulieren. Also ich zeige euch das mal ganz kurz, so wie ich das meine. So, zack, zack. Kassel-Würzburg. Machen wir sie da. Fahrplan zu Fuß. Würzburg Hauptbahnhof. Nehmen wir ungefähr 6 Uhr. Willst du schon 7 Uhr nehmen? 7.25 Uhr oder 7.30 Uhr? Okay, 7.45 Uhr. Es war am Regnen. Ach, das war ein dynamisches Wetter. Gott. So. Dann zeige ich euch das mal, wie ich das mir vorstelle. So, da wären wir. Also wir sind von da gekommen. Da müssen wir auf jeden Fall rüber. Dieses Gleis, oder wir nehmen, oder dieses Gleis nehmen. Eigentlich egal. So, dann nehmen wir 403. Der BW, 8 Wagen beladen. Genau, spawnen wir das dann hier hin. Das Gleis ist anscheinend besetzt. Das auch. Das auch, das ist jetzt doch jetzt, das ist jetzt doch doof. Das ist frei. Sehr schön. So, stellen wir einen hin. So. Dasselbe machen wir natürlich hier. Ist ganz nah. So. Dann tun wir so.
kurz. Zack. So, dann gehen wir wieder raus. Ach ja, Moment, haha, wir machen das noch anders. Genau, dann berichte ich. Wo ist die Tür? Da. Gut, weil der hat noch ein bisschen Aufenthalt hier, dieser Zugteil. Der hat noch ein bisschen Aufenthalt. So, wir haben abgekoppelt. So. Genau, das wollte ich immer mal machen. Wir könnten jetzt hier unseren Zug aufrüsten. Türen öffnen, Türen öffnen. Zack. So, dann könnten wir natürlich jetzt unsere Route setzen bis Fulda, bis Kassel, whatever. So, können wir die Türen schließen. Und da würde unsere Fahrt bis nach Kassel weitergehen. So könnte man das doch wunderbar simulieren. Sie jetzt ohne den zweiten Zugteil weiterfahren. Wunderbar. Wunderbar. Und der andere Zugteil macht sich dann woanders hin auf dem Weg.
Und wir machen uns auf den Weg nach Kassel-Wilhelmshöhe. Und das würde jetzt, glaube ich, den Videorahmen sprengen, wenn wir jetzt wirklich durchfahren. Aber ihr versteht, was ich meine. So ungefähr würde das dann ablaufen. So, das wollte ich euch halt verdeutlichen, dass man, wie gesagt, solche Szenarien wunderbar weiterführen kann, super nachsimulieren kann, Bahnalltage super nachsimulieren kann. Tja, ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen. Und mit diesem wunderschönen Bild hier würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Ihr wisst, was ich meine. Das sind so Ideen, die ich habe. Und also wirklich, das ist wirklich wunderbar, dass man das so nachsimulieren kann. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Schönes Restwochenende. Ganz wichtig, morgen, den 24.06.2024 ab 11 Uhr, ganz wichtig, einschalten. Da kommt ein ganz besonderes Video raus, beziehungsweise wird dann veröffentlicht. Freut euch drauf, es hat was mit TSW 4 zu tun, so viel kann ich verraten. Wie gesagt, morgen ab 11 Uhr, bitte, bitte, bitte einschalten, den 24.06.2024, sprich Montag. Ab 11 Uhr ist das Video online. Schaltet ein. Ich hoffe auf zahlreiche Aufrufe. Schreibt gerne drunter, was euch da gefallen hat und was nicht. Und ja, ich hoffe dann, ihr freut euch dann auf morgen. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Euer der Danny Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss, ich würde sagen, wir speichern das Ganze noch. Darf ich vielleicht beim nächsten Mal weitermachen? Ich weiß es noch nicht. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Erstmal von mir. Macht's gut. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.